Max, hast du bitte meine Termine für Nachmittag? Bitte schön. Der Sombichler ist nicht da. Gott. Leider, nein, kann ich Ihnen weiterhelfen. Na, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil ich brauche für morgen und übermorgen die Fürstensuite. Die ist zurzeit belegt. Oh, das ist jetzt saudum. Was machen wir da? Was ist denn sonst Ihr bestes Zimmer? Weil es kommt ein sehr, sehr anspruchsvoller Mandant von mir. Ich schau kurz nach. Mhm, gut. Jetzt geh schon hin. Vergiss es. Wenn du das nicht machst, tu ich's. Und das wird umso peinlicher. Frau Landrätin, hätten Sie bitte einen Moment für mich? Wollen Sie mich wieder beleidigen? Nein, ich möchte Sie um Entschuldigung bitten. So? Ich bin gestern ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Es kann einer Mutter schon mal passieren, wenn sie ihr Kind verteidigt. Sind Sie gar nicht mehr böse auf mich? Na, Sie haben sich doch gerade entschuldigt. Danke. Damit ist das Problem aber noch nicht aus der Welt. Ja, ich weiß, wir müssen unbedingt mit den beiden Rackern reden. Reden nützt da nicht viel, da müssen Taten her. Das Gescheiteste ist, sie nehmen den Burm aus dem Kindergarten raus. Hm? Was? Ja, ich habe schon alles in die Wege geleitet. Gell? So, haben Sie jetzt was gefunden? Ja. Lukas! Lukas, ich habe versucht, dich auf deinem Handy zu erreichen. Ich habe sie in der Wohnung gelassen. Was gibt's? Nachdem Rosalie in den Fürstensuite gezogen ist, will sie sich einen neuen Arzt suchen. Und die Pflegerinnen hat sie auch gefeuert. Auch die Leibwächterin? Alle miteinander. Aber sie ist in Lebensgefahr. Ja, die Leibwächterin passt nach wie vor auf sie auf, allerdings hast du Distanz. Aber das reicht nicht. Die Frau versteht ihr Handwerk. Wir müssen mit Rosalie reden. Der Schutz muss fortgesetzt werden. Lukas, zum 100. Mal. Sie darf nicht erfahren, dass sie beinahe Opfer eines Mordanschlags geworden wäre. Michael, sie muss. Wenn sie sich erinnert, dann kann sie den Mörder identifizieren. Und der kann es dann nochmal versuchen. Lukas, stell dir einmal kurz vor. Du hast keinen blassen Schimmer, wer du bist. Und plötzlich erfährst du, dass sich jemand umbringen will. Selbst für ein gesundes Nervensystem ist das nicht leicht zu verkraften, oder? Und Rosalie verkraftet das definitiv nicht. Zum Glück ist es nicht deine Entscheidung. Werner? Werner! Mist. Sandra, was ist denn? Ein Glück, du bist doch noch da. Warum? Weil es vielleicht noch eine Rettung gibt. Hier, schau mal. Was ist das? Das ist eine Bürgschaftserklärung von Roberts Bank in Paris. Ich weiß, ihr wolltet nicht, dass meine Geschwister und Felix wissen, wie es um den Fürstenhof steht. Aber ich habe sie trotzdem verständigt. Jetzt schicken Sie mir eine Bürgschaftserklärung? Ja, mehr war leider nicht zu machen. Roberts Bank gewährt mir einen Kredit über die 2 Millionen, für den er zusammen mit euch bürgt? Mhm. Natürlich dauert es noch ein paar Tage, bis dieser ganze Papierkram erledigt ist. Aber dass du das Geld bekommst, das hast du hier mit Schwarz auf Weiß. Das ist sicher. Es gibt wirklich noch eine Rettung. Ja. Mein Gott, was macht ihr denn für Sachen? Wir helfen, wenn wir gebraucht werden. Aber beim nächsten Mal, da kommst du sofort zu uns. Und wartest nicht, bis es fast zu spät ist. Ja, versprochen. Das hat übrigens auch Robert gesagt. Der war fast ein bisschen beleidigt, dass du ihn nicht vorher informiert hast. Ich bin so froh, eine Familie wie euch zu haben. Was willst du? Ich muss mit dir reden. Es gibt nichts mehr zu besprechen. Und was macht die eigentlich noch hier? Es war ein Fehler, sie zu feuern. Absolut nicht. Die Frau ist doch nie im Leben eine Krankenpflegerin. Richtig. Und was tut sie dann bei mir? Dich beschützen. Mich beschützen? Wovor? Rosalie, dass du im Rollstuhl sitzt und dich an nichts erinnern kannst. Das war nicht die Folge eines Unfalls. Sondern? Vermutlich hat jemand versucht, dich umzubringen. Und wenn das stimmt, dann ist der oder diejenige noch auf freiem Fuß und könnte es nochmal versuchen. Offiziell verkauft er an Sie. Und mit dem Erlös zahlt Werner Saalfeld seine Schulden. Nein, Werner Saalfeld zahlt seine Schulden anders. Hier ist die Kreditzusage einer Pariser Bank. Das Geld trifft in wenigen Tagen ein. Ich werde also meinen Kredit fristgerecht ablösen können. Die Kreditzusage einer französischen Bank. Klingt ja ein bisschen vage. Finden Sie nicht? Sagen Sie, ist das alles? Naja, es dürfte doch wohl reichen. Ja, leider nicht. Also damit kann ich die Vorstandsmitglieder der Bank nicht beruhigen.
Wieso denn nicht? Ja, da steht noch nicht mal ein konkreter Termin drin. Also es tut mir leid, aber... Also damit kann ich nichts anfangen. Nicht nach der Vorgeschichte. Na, dann können wir ja jetzt zur Tat schreiten. Herr Saalfeld, bitte. Sie haben keine andere Wahl.